Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Fokus-Kanal. Wir spielen heute Wer ist der Wirt? Ich bin mal gespannt. Mit dabei sind Büschra, Dolan und Lame. Spaß mit dem Video, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Und ja. Erste ist, ich bin aktuell deutscher NBA-Spieler. Mhm. Oh Gott. So, was? Also es gibt ganz normal. Was muss jetzt genau? Da sind jetzt 5 Leute und 4 davon sind NBA-Spieler und ihr müsst bei dem, ihr müsst dann drücken, wer falsch ist und halt den dann bleiben. So, wenn ihr falsch macht, Minuspunkt und wir machen dann ganz normal weiter. Okay, ich bin aktuell deutscher NBA-Spieler. Oder? Mhm. Ja, das war's. Franz Wagner. Mo Wagner. Isaac Bonga. Ja, Dullen. Alter. Ja, Bonga. Isaac Bonga. Ja. Gut. Und das ist richtig. Ein Punkt für Dullen. Das hätte ich auch sagen sollen. Wie schnell hast du gedrückt? Wusste ich auch. Die Wagner-Brüder und Schröder. Wir haben nur gewartet drauf. Ja, ganz kurz, ich entschuldige mich, wenn man irgendwelche Bohrgeräusche hört. Mein Nachbar hat sich gerade dazu entschieden, irgendwie zu bohren. Genau. Perfekt. Okay, dann nächste. Jo. Ich bin ein chemisches Element. Oh Gott. Cool. Frankium. Frankium. Frankium ist falsch, ne? Hä? Die Fresse, lame. Minus 1. Mach ich weiter. Germanium. Dann Darmstadtium. Ja. Darmstadtium? Nee, ist auch falsch. Was? Was? Ja. Ja. Darmstadtium, alles gesehen. Ich habe alles gesehen heute. Da war im Periodensystem? Ja. Ja. Dann komm, Italium. Was gibt's jetzt? Dullen? Italium? Ja, also ich auch mal gedrückt. Ja, Italium. Dann hast du wieder recht. Ja. Was eine Scheiße. Habe ich mir schon eins eine Frage. Ich google mal jetzt kurz, was ein Darmstadtium ist, ja? Das ist halt irgendwas, was in Darmstadt entdeckt wurde, weil deswegen heißt es so. Ach, ja, das Scheiße. Ich habe Dinge gekriegt oder Minuspunkt dafür, dass ich Frankium gesagt habe, oder? Ja. Eine Scheiße von mir. No, okay, ich mach weiter. Ich bin ein Asterix-Charakter. Oh mein Gott. Nee, ich bin zwar alt genug, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Hohle Nuss. Taube Nuss. Sinus. Kopfnuss oder Hochgenuss? Ich hab gebuzzert. Ja, ich nehme Taubenuss. Nee, ist falsch. Hohlenuss. Hohlenuss ist auch falsch. Lame. Ich sag auf jeden Fall Sinus. Sinus ist auch falsch. Verdammt, Scheiße. Ja. Hochgenuss. Hochgenuss ist auch falsch. Alter, komm, ja, alles klar. Kopfnuss ist richtig. Hey, ich Man darf zweimal drücken. Ja, kann klar, das ist auch nicht. Das ist halt Minuspunkte, wenn du falsch sagst. Das ist das Problem. Aha, du. Ey, Mann. Okay, dann. Zweimal jetzt das dritte Mal schon das vierte. Nee, Bonga war das dritte. Boah, wir sind einfach alles durchgegangen. Nächste, ich gehöre zu. Ich bin Teil der EU. Schweden. Kroatien, Norwegen, Malta, nee. Malta. Nee, ist falsch. Oh, ich hätte aufs letzte warten sollen. Oder Zypern. Ja, vorbei. Sydney? Ich glaub Norwegen. Norwegen ist richtig. Ja. Oder? Sinterkron? Sinterkron? Das hätte damit nichts zu tun. Kronen. Kronen? Nee? Nee, EU und Euro ist das anderes. Okay, nächstes. Ich bin eine Pokémon-Attacke. Ja, cool. Oh. Oh mein Gott. Perfekt. Das ist gut. Flammensturm. Glutregen. Bullen. Warte mal. Ja, Glutregen. Ja, ist richtig. Aber ja, es gibt auch keinen Flammensturm. Es gibt Feuersturm. Es gibt auch Flammensturm. Seit keine Ahnung. Es gibt Feuersturm. 6 oder so, ja. Achso. Ja, es gibt aber auch Flammensturm. Okay. Ich bin im Haus Gryffindor. McGonagall, Peter Pettigrew, Dean Thomas. Ja, das ist für ein schweres Ding. Bro. Rubius Hagrid oder Albus Severus Potter. Wer ist der Wirt? Ich bin Team Herr der Ringe, tut mir leid. Lame? Ich würde jetzt einfach. Oh mein Gott, eigentlich möchte ich mich dran erinnern, aber nein. Also ich weiß eigentlich gar nicht, aber ich würde sagen. Hagrid? Nee, Hagrid ist falsch. Wer ist Gryffindor? Ich kenne die Hälfte nicht mal. Büschra? Ich hätte McGonagall gesagt, war der nicht Ravenclaw? Nee, McGonagall ist auch Gryffindor. Ah, GG's. Nice. Digga, wer ist Dean Thomas? Das ist der letzte nochmal. Der hatte. Dean Thomas hatte was mit. Hier, Genie. Mein Bruder. Ah, nee. Da war ein Schwarzer war bei Dings. Der nämlich Albus Severus Potter. Er ist bestimmt bei Slytherin oder so. Das ist der Sohn. Ja, hast recht, der ist besser. Das ist der Sohn von Potter, oder? Mein Bruder jetzt. Ja.
Ja. Habt ihr Harry Potter gespielt, das Game? Ja. Ich war Slytherin. Schönes Spiel aller Zeiten. Ich bin auch Slytherin, aber ja. Ich war Gryffindor, ich bin ein Guter. Okay, dann nächste. Ich gehöre zu den 10 größten Flughäfen der Welt. Jo. Jetzt hast du bestimmt den 11. als Imposter drin. Flughafen müsstest du doch wissen, in Amsterdam. Du bist doch so oft unterwegs. Der Flughafen in Istanbul. Der Flughafen in London. Flughafen Dubai. Oder der Flughafen in Denver. Sydney. Boah, Mann, das letzte habe ich jetzt gekriegt. Ich nehme jetzt Denver. Denver ist falsch. Amsterdam. Ja, hätte ich auch gedacht. Amsterdam ist richtig. Oh yeah. Mann, Digga. Warum kommt denn Denver, so ein random Shit, Digga? Sorry. Um so ein random Shit. Okay, aber nächste wird einfach. Ich bin eine europäische Hauptstadt. Oh. Weiß ich jetzt nicht, ob das so einfach ist. Oh, Bro, in diesem Call sitzen 5 Leute ja, mit 10 Gehirnzellen. Bro. Ja, wow, aber Dolan und Sidney wissen das. Ey. Entspann dich mal. Amsterdam. Luxemburg. Helsinki oder Zürich? Ey. Hä? Was hast du gesagt? Ich habe noch gar nichts gesagt. Zürich? Ja, sag los. Ja, Zürich ist falsch. Ja, was sind da falsch? Ich wollte vor dem letzten also, schon drücken. Ja, aber du hast Ich hab gefreefeiert. Ja, aber dann, wenn ich dir die Antwort nicht gegeben hätte, hättest du nicht sagen können, was ja, du hast. Ich hätte ja gesagt, das letzte. Ah, du musst mir schon eine Antwort geben. Extra ja, ich weiß ja die Antwort nicht. Digga, aber Zürich und Bern ist immer so ein Wirt, ne? Ich dachte gerade schon wieder, Zürich ist richtig. Okay, dann 9. Ich habe mal in der Krossen Krabbe gearbeitet. Oh. Die Krosse Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Safe gibt's jetzt gleich Diskussion. Okay. Jetzt kommt als erstes Larry. Dann Siegbert Schnösel. Digga, dieser Siegbert Schnösel, ne? Dieser Kick. Perla. Ich glaub mal, ich nehm Siegbert, Gary. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Siegbert Schnösel da arbeitet. Siegbert Schnösel hat da nie gearbeitet, ja. Ja. Gut. Man. Scheiße. Digga, was Larry? Was hat denn Larry da gemacht? Larry hat mal Mr. Krabs irgendwie vertreten. Hat der nicht mal so einen Pfannenwender auch so im Mund gehabt oder so? War da nicht irgendwie sowas? Boah, weiß ich nicht mehr. Was hat Larry da gemacht? Perla hat da auch nie gearbeitet, so. Gary gemacht. Aber da gab's so eine Folge, oder? Perla war bestimmt Chili drin, oder? Gary hat... Gary Der war mal Kassierer. Wow. Ja, ja, stimmt. Okay, dann letztes. Ich bin ein Tier. Ja, ich bin ein Tier. Das wird safe zu schwer. Liga. Zesel. Sowas. Jagdleon. Maultier. Oder Nilhorn. Fischra? Jagdleon. Nee, ist falsch. Nee. Ich würde Nilhorn sagen. Nilhorn ist richtig. Ja, was soll das sein? Ja, gibt's Nashorn nicht. Und? Gibt's halt nicht. Nilpferd. Nilpferd und Nashorn. Nashorn, Nilpferd. Ja, true. Ich wollte gerade sagen, Alter, aber so ein Zesel, Jagdleon, Alter, was gibt's für Pokémon in Real Life, Alter? Was ist das denn hier? Jagdleon. Zesel ist doch Zebra und Esel, ne? Ja. Nee, und Jagdleon ist. Heißt sogar nicht. Nee, Zesel ist. Und Löwe wahrscheinlich. Ja, genau. Und Maultier hier, Esel und Pferd. So, das war's von Wer ist der Wirt? Lasst gerne ein Abo da, ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. 1, 2, 3, Fokus!